Getty Images. Bayern München, Hamburger SV 2:1, 28. Juli 1987, erstmals ausgetragen wurde der Supercup 1987. Damals noch unter der Regie des DFB, sorgte gleich das erste Aufeinandertreffen des deutschen Meisters mit dem DFB-Pokalsieger für einen Eklat, nachdem Bayern-Stürmer Jürgen Weckmann, Nummer 9, mit seinem zweiten Treffer die Halbzeitführung des HSV gedreht hatte, streckte ihn Hamburgs Keeper Uli Stein, L., mit einem sehenswerten Faustschlag nieder. Stein wurde für 10 Wochen gesperrt und wechselte nach seiner Suspendierung beim HSV zur Frankfurter Eintracht.